In Europa werden derzeit monatelange Ausgangsbeschränkungen beendet. Und um neue Infektionen zu verhindern, suchen die Behörden nach Hilfe durch Technologie. So sollen mobile Tracing-Apps helfen, persönliche Kontakte eines Nutzers mit Covid-19-Infizierten festzustellen. Doch dies rief Datenschützer auf den Plan, die eine zu eifrige Schnüffelei befürchten. Eine ganze Branche sei damit beschäftigt, den Regierungen bei diesen Plänen zu helfen, so die Technologiejournalistin Jennifer Baker. Noch sei nicht klar, welchen Zugang diese Unternehmen nach dem Ende der Pandemie zu diesen Daten hätten. Würden diese Daten etwa gespeichert und genutzt, um Menschen aufgrund einer Temperaturmessung ein bestimmtes Medikament aufzudrängen? In der EU gelten Datenschutzregelungen, die besonders auch Pandemien erwähnen. Erreicht werden soll ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Privatsphäre und der öffentlichen Gesundheit. Brüssel will alle Tracing-Apps freiwillig machen und zeitlich begrenzt. Außerdem sollen die Daten nur vorübergehend gespeichert werden. Bislang allerdings trifft jeder Mitgliedstaat seine eigenen Entscheidungen. In der Zwischenzeit überprüften die amtlichen Datenschützer die Gesetzmäßigkeit der Tracing-Apps, so die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova. Dennoch setzen einige Aktivisten die Regierungen unter Druck, sicherzustellen, dass die Daten nicht missbraucht werden. Sorgen bereiten etwa Apps, die geografische Daten Polizeibehörden zur Verfügung stellen. Suppose that I'm opposition member in a country that doesn't really respect. Man stelle sich einen Oppositionellen in einem Land vor, das es mit den Rechten der Opposition nicht so genau nehme. Die Regierung könne dann in Erfahrung bringen, mit wem und wo sich dieser Oppositionelle treffe. Wenn nicht sicher sei, dass diese Daten ausschließlich im Kampf gegen die Pandemie genutzt würden, dann sollten diese Daten überhaupt nicht gesammelt werden. Then these data just shouldn't be collected. Einige Apps nutzen die Bluetooth-Technologie, bei der Ortsinformationen anonym bleiben. Dennoch gibt es daran Zweifel. Sind diese übertrieben? But the reality is every dating app. Jede Dating-App auf einem Handy habe wahrscheinlich tausende eingebauter Datensucher, die mehr über den Nutzer wüssten, als es die Corona-Apps jemals täten. Tracing-Apps bleiben eine Baustelle. Kritiker ermutigen Regierungen und Bürger weiter zur Debatte, ob Technologie die Antwort auf ein soziales Problem sein kann.